Schere, ihr kleinen Malakas, und herzlich willkommen im Regen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Und wir spielen das Vermächtnis der ersten Klinge. So, liebe Freunde, und ich hab so ein bisschen im Gefühl, dass wir diese Folge den Orkan, oder besser gesagt die Orkanin, stürzen werden, ja? So, was müssen wir denn jetzt machen? So, abgeschlossene Orte. Hatte ich schon keine Fotos. So, was haben wir hier? Begib dich zum Amphitheater. Der oberste Baumeister des Orkans, angeblich der beste Schiffsbauer der griechischen Welt, beauftragte Alexios, etwas zu beschaffen, das das Blatt für ihn wenden würde. Da machen wir mal hin. Das klingt richtig. Und dann schauen wir da mal vorbei. Oh, das ist gleich da unten. Sehr schön. Hui. Das sieht nach dem Ort aus, den Arias erwähnt hat. Ich bin auf dem weiten Weg hinter uns. Und ich spreche nicht von eurer Anreise hierher. Auch wenn ich mit sehr schnell danke. Ich bin Poseidons Günstling. Ach, für ihn war der Satz. Wer schickt dich? Für ihn war der Satz, alles klar. Wer schickt dich? Ein Freund. Ein Freund von mir hat sich nach dir erkundigt. Wir haben gehört, dass du aus Achaia fliehen möchtest. Und dabei können wir helfen. Wenn einem so freimütig Hilfe angeboten wird, gibt es meist einen Haken. Dieses Mal nicht. Versprochen. Wenn der Orkan dich geschickt hätte, wäre ich jetzt schon tot. Ich muss sie besiegen. Dazu brauche ich so etwas wie diese Waffe, von der ich gehört habe. Der Odin der Chimäre. Meine größte Schöpfung, aber auch die, die ich am meisten bereue. Ich ging, bevor sie mich zwingen konnten, sie fertigzustellen. Ohne meine Hilfe wird sie nie so funktionieren wie geplant. Erzähl mir mehr über die Geheimwaffe. Erzähl mir mehr über diese Geheimwaffe. Was macht sie? Sie soll feindliche Schiffe in ein Flammenmeer einhüllen. Und das funktioniert außerordentlich gut. Der Einbau ist das Knifflige. Beim kleinsten Fehler geht der Schuss nach hinten los. Auf fatale Weise. Was weißt du über den Orkan? Du hast mit dem Orkan gearbeitet. Was kannst du mir über sie erzählen? Sie ist ein skrupelloses, gefühlskaltes Geschöpf. Aber das Schaurigste an ihr ist ihr strategisches Genie. Du wirst kaum eine bessere Befehlshaberin finden. Wie willst du fliehen? Du sagtest, du willst Achaia verlassen. Hast du einen Plan? Der einzige Weg hinaus führt über den Orkan. Glaub mir, ich habe bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das ist meine Frau. Und jetzt habe ich auch noch ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Du gehst ein großes Risiko ein. Du riskierst viel, wenn du mir deine Geheimnisse anvertraust. Nein. Ich vertraue darauf, dass du den Orkan für mich vernichtest. Natürlich. Ich schaffe dir die Pläne. Und ich kann den Odem der Chimäre an deinem Schiff anbringen. Damit kannst du ihre gesamte Flotte vernichten. Ich muss diesen Fehler wieder gut machen. Mein Schiff ist und auf Hilfe käme mir gelegen. Wenn der Odem der Chimäre so mächtig ist, wie du sagst, wäre er eine große Hilfe. Sobald ich mit deinem Schiff fertig bin, wird es die Skylla zermalmen. Nice. Also, wo finde ich die Pläne? Der Befehlshaber der Flotte des Orkans hat sie. Er nimmt an der Seeblockade teil. Während du fort bist, mache ich mich an die Arbeit. Die Pläne sind so kodiert, dass nur ich sie lesen kann. Selbst wenn wir sie haben, wird es eine Weile dauern. Ich treffe dich hier, wenn ich fertig bin. Gut. Ich frage mich, wie wir die Blockade durchbrechen wollen. Alter. Der Typ. Darum kümmere ich. Und schon ist er wieder weg. Der hockt jetzt da unter der Tribüne so. So.
Der Befehlshaber der Flotte ist in Achaea. Er ist gerade im Tempel der Artemis Lafria in Patrae. Das trifft sich ja sehr gut. Ich bin auf dem Weg. Oh, bist du, kleiner Lümmel, du. Da ist er. Seite ran. Das wird so nix. Nein. Und verkackt. Oh, ich hasse dieses unkontrollierte überall hochklettern, ne? Ist auch meine Schuld. Also zum Teil. Aber das... Boah. Komm ran hier. Die sie alle wegfliegen. So. Die Waffenpläne für den Dankeschön. Jetzt zurück zum Amphitheater. Wie das aussieht, wenn er springt, passt mal auf, wenn er den Bogen in der Hand hat. Nein. Nein. Sie müssen den Baumeister gefunden haben. Nur er könnte diese Waffenpläne entziffern. Ich muss anonym sein. Nicht weinen. Mein Liebster! Nein! Nein! Ich bin noch anonym. Oh, na komm. Spiel. Vor allem, wie er da liegt. Oh. Ich bin doch anonym. Muss ich erst mein Kopfgeld bezahlen, oder was? So, bitteschön. Kopfgeld entfernt. Bin unschuldig wie Mutter Teresa. Mein Gott, liebes Spiel. Jetzt lass mich doch, bitte. Wer sucht mich denn? Seht, Männer. Erst der entlaufene Baumeister und jetzt der Adlermann. Haben wir ein Glück heute. Als Glück würde ich das nicht bezeichnen. Oh, seht nur, wer sich rechtzeitig die Ehre gibt. Tötet sie! Tötet sie beide! Kommt mal ran hier. Alle Hinweise entdeckt. Bist du etwa das nächste Mitglied? Komm mal her, Junge. Komm mal her, warte mal. Erstmal hier. Zack, zack. Und jetzt kommst du. Komm her. Komm her, gibt's gleich die nächste Packung. Zack. Junge, der hält gut aus. Der hält richtig gut aus. Rauf, Darius! Weg da! Gib ihm! Yo, Darius! Alter! Kranke Buchs. Oh, oh. Alter, warte mal, warte mal. Wer kriegt denn jetzt hier gerade ab? Lösch das! Ich dachte, ich hätte Darius getroffen. So. Der rüstungsbrechende Speer des Unverwüstlichen. Kahn ist gerissener und vorsichtiger als erwartet. Da hinten.
Wir sollten die anderen warnen. Sie könnten auch in Gefahr sein. Ich lasse Barnabas einen Blick auf die Pläne werfen. Jedenfalls sollten wir hier nicht verweilen. Also zurück in die Schatten. Ich sollte Nema suchen. Und mit ihr kann ich aber auch noch mal reden. Ich habe dich mit meinem Mann sprechen sehen. Ich kann helfen. Du bist also die Frau des Baumeisters? Was weißt du über diese Waffenpläne? Mein Mann hat Schlüsselschriften in ganz Archaea verstreut. Manche befinden sich bei der Flotte des Orkans, andere sind in der Werft. Mit ihnen kannst du lernen, wie man die Waffe baut und anbringt. Dann kannst du den Orkan auslöschen und meinen Mann rächen. Rächen soll ich den? Wird sie nicht lieber irgendwie... Also im Sinne von... wegrächen? Ich räche deinen Mann. Ich bezwinge den Orkan mit oder ohne die Waffe deines Mannes. So oder so, ich werde ihn rächen. Er würde sich freuen, das zu hören. Wo sollte ich anfangen? Es gibt viele Schiffe nachher. Wo soll ich suchen? Die Schiffe des Orkans, die im Hafen patrouillieren, wären ein guter Anfang. Wo ist die Schiffswerft? Du sagtest, deine Schlüsselschriften befinden sich in der Werft. Wo ist sie? Die Patrei Militärwerft befindet sich am Rande der Stadt. Ich finde die Schriften. Ich finde diese Schlüsselschriften. Gezeiten des Krieges mache ich gleich. Ich gehe nochmal hier hin. Mal mit Nema talken. Da nehmen wir doch kein Blatt vor den Mund. Hier in dem supergeheimen Versteck. Wirklich sehr schwer zu erreichen. Beim ersten Treffen hätte Vater ihn fast getötet, hätte ich sie nicht aufgehalten. Im Ernst? Was glaubst du, wer gewonnen hätte? Ich kann schon auf mich aufpassen. Adlermann ist hier. Gut, alle sind da. Wir haben alles vorbereitet. Und nun bringen wir die Gestrandeten aus Achaea. Der Orkan will den Odem der Chimäre an der Skylla anbringen lassen. Aber wir haben den Odem der Chimäre. Der Orkan wird gar nicht wissen, wie ihr geschieht. Ja, noch nicht. Der Orkan hat keine Chance. Ohne den Odem der Chimäre hat sie keine Chance. Immerhin bin ich Poseidons Günstling, nicht wahr? Was? Wir überrumpeln den Orkan. Barnabas und ich greifen vom Meer aus an. Um alle von der Küste wegzubekommen, müssen wir die Skylla mit dem Odem der Chimäre außer Gefecht setzen. Die Handelsschiffe? Die Ablenkung sollte ihnen genug Zeit zur Flucht verschaffen. Nema und ich sorgen dafür, dass alle an Bord der Schiffe sind. Das ist unsere Chance, Achaea zu verlassen. Ihr solltet gehen, riskiert es lieber nicht. Dareios hat recht, Nema. Ihr solltet auf diesen Schiffen sein. Ihr beide. Das ist euer Weg hier raus. Was hältst du davon, Nema? Es ist die Chance. Ihr müsst sie nutzen. Werden wir. Bis dahin brauchen wir einen Unterschlupf. Irgendwo, wo niemand Verdacht schöpft. Ich kenne da einen Ort. Ein Haus auf dem Hügel bei Dime. Ich treffe euch dort. Geht vor. Ich treffe euch später dort. Die Blicke, Alter. So. Triff Nema in Dübe. Machen wir, aber erstmal will ich hier die andere, was war das? Genau, finde und beschaffe die Schlüsselschriften, die der Baumeister des Orkans versteckt hat. Hol dir den von Ayantides versteckten Schatz. Ja, machen wir erstmal das. Frau Boss! Alte Holzkohle, komm her!
Ist das nicht Dareos? Das ist schon geil. Laufen die jetzt echt zum Treffpunkt? Ich dachte, die werden einfach hingespawnt. Warte mal. Auf jeden, Alter. Ich bin da. Ich bin da. Hä? Danach habe ich gesucht. Okay. So, das sneaken wir natürlich schön hier von der Seite ran. Wenn ich hochkomme. Jawohl. Macht denn das da oben? Das muss eine der Schlüsselschriften sein, die Frau des Baumeisters erwähnte. Ich verstehe kein Wort von all dem. Aber Barnabas vielleicht. Barnabas. Oh, hoffentlich kann ich das jetzt einstecken und muss nicht wieder anonym sein. Noch eine Schlüsselschrift. Na also. Gut. Was? Oh. So, jetzt nur die Frage. Ist er da draußen auf dem Schiff auf jeden Fall, aber wie komme ich da ran? Spring runter. Oh mein Gott, Alexios. Nee, da muss ich mit der Adrastea raus. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Oh, ich liebe es. Ich liebe... Nein, nein, Alexios. Nicht die Säule hoch. Einfach hier runterspringen. Dankeschön. Mit dem kleinen Schiff werde ich auch nicht so weit kommen. Deswegen ist vielleicht wirklich besser. Mit der Adrastea zu fahren. Hier kann ich ja die Mädels rufen. Sehr schön. Tut mir leid, Freunde, immer noch leider in der gleichen Aufnahmesession, deswegen immer noch die Stimme nicht so optimal. Guckt euch das an, sieht das nicht prunkvoll aus? Mädels, keine Pausen. Nicht pennen, Barnabas. Yeah, Adlermann ist back. Da ist es. Oh. Gleich reinballern. Boom. Keine Chance, keine Chance. Da brauche ich gar nicht in Deckung gehen. Ist gar nicht nötig. Und jetzt rein, Mädels! Volle Kraft voraus! So gefällt mir das. Was wollt ihr denn jetzt? Die Geschwindigkeit könnt ihr nicht halten!
Ach klar, können wir Barnabas. So, jetzt noch in die Richtung. Nope. Nope. So, da ist ja eine kleine Nussschale. Kommt mal ran hier. Oh, sie drehen bei. Verdammt. Verdammt. Zack. Zack. Ja, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Frau über Bord. Oh je. So, Mädels. Anlauf. Anlauf, Anlauf. Wenden. Jetzt gibt's auf den Popo. Alter Barnabas? Sonst geht's dir gut, ja? Flammenwerfer. Die Adrastea ist nun mit einem Flammenwerfer am Bug ausgerüstet. Halt der linke Maustaste gedrückt, um dem Gegner auf Kosten von Feuerkraft Feuerschaden zuzufügen. Jawoll. Jawoll, Baby. Geil. Sick. Sick, 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 sick. Okay. Gut, aber dann sind wir hier durch. Dann schaue ich nochmal in die Quests. So, sprich mit Dareios über den Plan, Achaea zu verlassen. Triff Nema in Düme. Okay, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, erstmal das hier. Das ist wahrscheinlich ein und dasselbe. Zack. Abflug. Bin immer noch viel am Saufen, Freunde. Es tut mir leid. Ui. Zur Seite. Da stehen sie doch schon. Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Der kommt wieder. Dieses Haus. Handy rausgefallen. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaea verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Er ist wunderbar. Es ist ein wunderbarer Ort. Friedlich. Das stimmt. Schade, dass wir nicht bleiben. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon, wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Was war denn das jetzt? Lass das! So bin ich aufgewachsen. Aber im Ernst,
Dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Wir sind uns begegnet. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Malaka. Malaka. Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann lass uns das Beste daraus machen. Ich sollte Dareus und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Ich überlege gerade, warum er am Anfang so komisch geguckt hat wegen dem Haus. Aber ich glaube, das ist, weil das ihn so ein bisschen an sein Haus erinnert, oder? Ist das nicht so ähnlich wie unser Haus? Also von der ersten Folge, wisst ihr noch? Wie wir da auf dem Dach gesessen haben und gesummt haben, Freunde. Wo wir noch nichts geahnt haben, was uns bevorsteht. So. Phobos wieder alle am Umreißen. Warte doch mal, Phobos! So, jetzt ist die Frage, muss ich nicht aber trotzdem noch mit Dareus sprechen? Ja, ich kann es nicht markieren. Keine Zeit, lieber Bär. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. So, zack. Ja, ich bin schon da, Ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Jetzt sag doch mal bitte irgendwas. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Alexios. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Echte Bande findet man selten. Das stimmt. Echte Bande findet man selten. Vielleicht gebe ich gerade eines auf. Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht, worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein. Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Die klingt richtig traurig. Ich versenke die Flotte. Mit einer Flotte kann ich es nicht. Doch, ich versenke die Flotte. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odin. Wie? Der
Sofort, Schiffsführer! Wie, fragt sie? Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. So sieht's aus. Nehmer und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Alexios. Wie, fragt die. Brauchst den Adlermann nicht fragen, wie. Ich muss schnell zu Adrastea. Den Adlermann fragt man nur, wie viel. Ja, wie viel willst du haben? Und mein Preis ist hoch. Aber darüber können wir später reden. Jetzt haben wir die Geheimwaffe. Danke. Schauen wir mal, was das Ding kann. So, fangen wir mit dem kleinen Dingelchen hier vorne mal an. Oh, ist ja ein etwas größeres Dingelchen. Zack, Junge, Flammenwerfer. Oha, oha. Oh, 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 aber ich... Oh Gott, ich krieg... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg sehr gut auch ab. Ich sollte vielleicht mich auf ein Schiff jetzt mal konzentrieren. So. Boom. Boom. Enter einleiten, let's go. Nein, das war dumm. Das war sehr dumm. Voll dran vorbeigeschaut. Nö. Kommt her. Zack. Komm her. Schönes Ding. Bisschen Holz. So, wie sieht's aus mit dem Schiff? Haben wir wieder ein bisschen Power? Ja. So, jetzt ihr. Schön beidrehen. Sehr gut, sehr gut. Fuck. Jawohl. Und entern. Let's go. Auf geht's, Mädels. So. Zack. 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 Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, da lebt noch einer. Alles klar, alles klar. Sehr gut, Mädels. Das macht ihr prima. Junge. Jetzt gibt's Ärger. Alter. Was sagt er jetzt, Freunde? Was sagt er jetzt? Ja.
So, Anlauf. Das sollte reichen. Alter, verpisst euch. Geh weg! Oh, nee, ey. Okay. Machen wir die auch noch kaputt. Kommt dran hier. Und nochmal. Okay. Kommando übernehmen. Let's go. Singt schön, Mädels. Das ist gut. Alter Barnabas, was geht richtig ab? Wer hat Bock? Okay, wieder um die kleinen Schiffe kümmern. Speere! Okay, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell! Jetzt aber schnell! Oh mein Gott, jetzt aber schnell! Jetzt aber schnell! Ran, 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 ran. Oh oh. Okay, Mädels, es ist noch nicht geschafft. Es ist noch nicht geschafft. Oh, 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 oh. Was ist das nächste? Oder wir kümmern uns gleich um die. Müssen erst das machen. Oh, schnell, 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 schnell. Sehr schön, sehr schön. Enter einleiten, enter einleiten, enter einleiten. Schön, Ika, Alter, wie es blitzt und donnert. Da ist der Orkan, Freunde. Ja.
Schönes Ding, schönes Ding. So, und nun zu dir, Orkan. Mädels? Boom, 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 boom. Alles gut? Kann ich etwas tun? Brauchst du... Ich brauche gar nichts. Ich werde dich vernichten, Orkan. Es muss niemand mehr sterben. Ich habe ja ihrer Mutter eigentlich versprochen, dass ich sie rette. Ich versuche sie zu retten. Deswegen, es muss niemand mehr sterben. Orkan, es muss niemand mehr sterben. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Fila! Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte, gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Das ist genau wie mit Cassandra. Verdorbene Fila. Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Du bist eine Marionette. Du bist Kletas Tochter. Also ich muss halt weiter versuchen, sie ruhig zu halten. Und ich denke mal, mit Marionette, damit provoziere ich sie. Ich versuch's mal damit. Du musst niemandem etwas beweisen, Fila. Du musst nicht der Orkan sein. Du kannst einfach nur du sein. Das reicht schon. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein, aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein! Ich bestimme über mein Schicksal! Ich bestimme über meine Zukunft! Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Sie ist nicht mehr zu retten. Sie braucht dich, Kleta. Sie braucht dich, Kletter. Kletter! Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Mate! Du bist meine Tochter. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Alles deine Schuld, Adlermann! Deine Schuld! Ich tilge dich vom Abgrund dieser Welt! Oh, ich konnte... Ich konnte sie doch nicht retten. Okay, erstmal die Todeskombo. Zack, komm her. Warum ist sie denn... Jetzt ist die Mutter tot!
Aber hätte ich irgendwas anders machen müssen? Komm her. Scheiße, hätte ich irgendwas anders machen müssen? Muss mal das Mikro ein Stückchen näher ziehen. So. Ich hoffe, ich bin immer noch laut genug. Oh Mann. Du mieses Spiel. Das ist schon so gemacht, dass du denkst, ja, ist wie mit Cassandra. Aber wahrscheinlich kannst du den Orkan nicht retten. Egal, für was du dich entscheidest. Oder vielleicht doch. Vielleicht hätte ich doch das mit Marionette sagen sollen. Oh, 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 oh. Oh, huh, huh, huh. Alter. Was denn jetzt? Flamme an. Nein. Scheiße. Das war die... So, jetzt komm. Oh, fuck, 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 fuck. Keine Chance, Orkan. Steh auf! Beende deinen Auftrag, Orkan! Es ist Amorges Wille! Wir sind nicht deine Feinde, Fina. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe! Bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Du bist meine Tochter, Fila. Ich war doch immer so. Alexios. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten weg, solange wir noch können. Nun sind sie vereint. Darius und Nema brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Richtspruch des Löwen.
Orden des Sturms. Tja, Freunde, ich... Neue Quest. Da wäre schon immer so jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihm nicht mehr schaden. Ich weiß... Endlich fort. Es ist besser so. Ich weiß nicht, ob wir den Orkan hätten irgendwie retten können. Keine Ahnung. Ob wir Mutter und Tochter hätten retten können. Jetzt kommt hier nochmal so ein Scheißwolf, ne? Komm mal ran hier, du Dreckiger. Komm, ich mach das. Der Reus. Lass gut sein, ich mach das. Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben. Ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Vielleicht eines Tages. Vielleicht eines Tages? Das Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nie. Alexios. Darius. Das ist also der Abschied. Das ist er. Lebt wohl. Bleibt. Echte Bande zwischen Menschen sind selten. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Bleibt. Ob Darius die ganze Nacht Wache gehalten hat? Ich sage ihm lieber guten Morgen. Liebe Freunde, wie schön. Wie schön. Das war vom Anfang. Ich sagte es ja. Das ist unserem Haus sehr ähnlich, unserem ersten Haus. Das war das Intro. Das ist sehr cool, dass sie das jetzt nochmal gemacht haben. Und Freunde, ich glaube,
Das war es auch mit der zweiten Episode des DLCs, das Vermächtnis der ersten Klinge. Und an dieser Stelle möchte ich mich gerne mit dieser schönen Aussicht von euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen zur dritten Episode. Macht's gut, bis dahin. Ciao.